So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play One Piece Pirate Warriors 3. Und zwar sind wir jetzt beim Arlong Park. Und da manche von euch sich vielleicht denken, das ist ja noch voll lasch, da geht ja noch voll richtig die Post ab, das ist richtig. dazu wollte ich nämlich noch sagen, dass... Was suche ich überhaupt? Nicht das, ne? Ne, eigentlich will ich die Münzen einsehen, dann muss ich aber erst hier rein, hups. Dazu will ich noch sagen, dass zum Beispiel, nehmen wir mal... Nur erstmal Berry-Wachstum. Müssen wir eh machen. Zum Beispiel Sanji hier noch zwei so Sachen reintun kann, was bedeutet, dass er dann erst die Spezialfähigkeiten freischält, die er dann zu dem Zeitpunkt hat. Und das ist halt alles storybasiert, weil er erst später so richtig mächtig wird und das gilt ja für jeden von denen. Zum Beispiel nehmen wir mal Lysop, der wird dann hier zu Sogeking, glaube ich. Ne, wird er nicht. Hier wird es zu Sogeking. Und ist dann viel cooler und stärker und so. Und Zorro halt mit seinen Superfähigkeiten. Also jetzt sind sie halt alle noch auf East Blue Level. Und deshalb auch erst die Angriffe und so. Und das steigert sich dann natürlich mit der Zeit, wie im Anime eben. Und deswegen ist das auch so gemacht. Also das geht dann schon auch richtig ab. Ich kann gleich mal Sanji hochleveln hier. Das ist ein Gesundheitsbonus. Das kann er nicht machen. Habe ich hier noch... Jawohl. Ja, Spezialangriffsleiste kriege ich auch gleich auf 2 hoch. Und soweit ich mich erinnere... Ist auch nur diese Standardfähigkeit von denen so, dass sie nur ein so ein Ding kostet, sondern die anderen beiden kosten dann mehr. Also 2 und 3, je nachdem wie stark. So, dann haben wir hier noch Slots für Fähigkeiten, die haben wir noch gar nicht freigeschaltet. Was kommt das noch? Gut. Und dann können wir das Outfit nicht ändern. Können wir jetzt Säge setzen und dann beginnt Arlong Park. Das ist wieder ein richtig wichtiges Level, richtig spannendes. Order. サンジを仲間に加えたルフィたちは、メリー号と共に姿を消したナミを追って、彼女の故郷、ココヤシ村を訪れていた。かつて戦災孤児だったナミは、元海兵の養母ベルメールによって、この村で大切に育てられた。しかし、突然現れた魚人海賊団によって幸福な日常は一変する。魚人海賊団を率いるアーロンは、村の人々に上納金を要求し、 金を払えなかったベルメールを見せしめに殺害したのである。幼くして養母を失ったナミはアーロンと交わした1億ベリーで村を解放するという約束を信じ、魚人海賊団の測量士となった。村を救うため一人で戦うことを決意したナミ。以来海に出ては海賊たちから宝を奪い、ついに約束の1億ベリーが目前となるが、 もう少しだよ、ベルメールさん。もう少しで何もかも帰ってくる。ココヤシ村もみかん畑も長かったけど、1億ベリーまで残りあと700万ベリー。たった1回の後悔で全てが帰ってくる。 アーロンから解放されるんだ。ベルメールさん、そしたら私やっと心の底から笑えそうな気がするよ。アーロン、おお、どうした我らが有能なる測量士よ。血相を変えて、 あんたが手を回した海軍が私のお金を奪いに来たわ。どういうことよ。お金の上の約束は死んでも守るんじゃなかったの。ん？守るぜ。俺がいつ約束を破った。とぼけるな。お前が海軍に私の金を。 俺が約束をいつ破った？言ってみろ。ルフィ、
何を何も知らないくせに。うん、知らねえ。あんたには関係ないから、島から出てけって言ったでしょ。ああ、言われた。ルフィ、助けて。当たり前だ。行くぞ。Ich hab Gänsehaut. Fuck. Okay. Endlich darf ich Sanji spielen. Wuhu. Okta ist auch da, aber das ist der einzige weitere Charakter. Chu und Schwarzgott haben sie. Nee, Kiss heißt der im Deutschen. Haben sie in dieses Level nicht mit reingepackt. Das ist aber in Ordnung. Es gibt schon so genug Charaktere. ja. Mehr ist Glück zu tun. Schauen wir uns kurz die Schatzereignisse an. Vollende mit Sanji die erste Strategie innerhalb des Zeitlimits. Oh, ich bin Sanji, perfekt. Beschütze alle Dorfbewohner, besiege Okta wahrscheinlich mit Zoro zweimal. Und erreiche Arlong wahrscheinlich, ohne dass einer der Strohpiraten flieht. Also werde ich es auf jeden Fall noch mit Zoro spielen dürfen. Aber jetzt darf ich endlich meinen favorisierten Charakter spielen. Das Kampfvorbereitung nochmal? Ja, okay. Ja, das passt, das haben wir alles im Moment. Fähigkeit auswählen. Oh. Oh wow, hier gibt es ja auch noch Fähigkeiten. Die habe ich jetzt auch vor kurzem erst freigeschaltet, wie scheint es jetzt schon mehr. Also ich hoffe, dass ich da jetzt nicht allzu viel vermasselt habe, aber ich denke nicht. Wir haben zwei freie Plätze, wir können Konzentration machen, dann kriege ich schnell die Spezialangriffsleiste voll. Das ist schon mal geil. Und der Schaden von Spezialangriffen kann erhöht werden, das ist auch cool. Und Kisuna-Angriffe werden stärker. Ich nehme eins von den Zweiern, weil die kosten ja mit Absicht zwei und ich habe keinen zweiten Einser, also... erstmal das da. Gut. Und sobald, bevor wir starten, werde ich hier einen ganz kurzen Cut machen. Wir sehen uns gleich. Und dann geht's los. So, alles klar. Los geht's. Na gut, gleich geht's los. Jetzt geht's los. Was mache ich hier überhaupt? Was muss ich machen? Erstmal drauf losprügeln. Ich muss irgendeine Strategie erfüllen mit Sanji. Ich schaue mir das nochmal kurz an. Strategie erfüllen, die Dorfbewohner beschützen und die Strohpiraten sollten nicht fliehen. Jetzt geht das schon wieder los mit der Kamera, ja? Jetzt geht's schon los, ich muss... Okay. Erstmal die da zersäbeln alle und schön gucken, dass keiner abhaut. Okay, sind wir schon im Kisuna-Modus, sehr schön. Oh je, den habe ich darüber geprügelt, das ist aber nicht so gut. Ey, du da, wieso bin ich denn so langsam? Okay, einmal weg. Dann schnell darüber zum nächsten. Nein, der ist in Schwierigkeiten, das ist nicht gut. Den boxe ich am besten gleich mal aus der Map. Ey, du da! Yeah, Kokasee, Alter! Ich liebe diesen Angriff. Okay. Dann schon wieder eine Combo vermasselt und... Bats, dann hier. Sehr schön. Komm, Ruffy, mach irgendwas. Triff halt nicht, okay. So, schnell weiter da hinten. Lass mich mal in Ruhe, ich brauch den Dude. Oh, ich hätte beinahe schon wieder einen Spezialangriff gemacht, weil ich anvisieren wollte. Das passiert mir auch wieder. Jawoll! Aufgeräumt. Habe ich jetzt gleich mal das Ding geschafft? Wir helfen. Die Dorfbewohner wussten gar nichts von uns. Jawoll! Irgendein Schatzereignis geschafft. Nehmen wir an, das war die Strategie. Ja. Oh nein, Zoro, nicht den Weg vorgehen. Well. Ja, glaube ich auch. Sehr schön.
がどれだけ優れた種族か教えてやれ。Fischmenschenkanal. Okay, auf der Karte sieht diese komischen blauen Dinger. Da können nur die Fischmenschen durch. Wir können dann nicht durchlaufen. Das war Zorro, der da rumballert. So. Oh, das war ein Versehen. Ich mache alles falsch. Oh, ein Gespräch, sehr schön. Ja, das ist gegen Kiss.死ぬのはちょっとパスだ。このままトンズラこかせて、みっともねえ。今ここで全力で戦わなかった俺に、あいつらと同じ船に乗る資格なんてあるはずねえ。男ウソップ、逃げるわけにはいかねえんだ。見てろよ、俺は戦うぞ。 Jetzt geht's aber los hier. Der Schalter da kann das Wasser stoppen. Was mache ich denn schon wieder für den Scheiß hier? Ich habe keine Ahnung, wo der ist, aber. Ah, oh, okay. Ich habe Kizuna wahrscheinlich ausgemacht. Ich habe den auch aus Versehen angemacht. Hätte ich schon früher tun können. Deshalb bin ich Schalter zu stellen. Okay, der ist ja hinten. Ich kann mich selber drum kümmern, nur dass der auch wirklich ankommt. Schafft er das alleine? Na. Könnte natürlich ein bisschen schwierig für Lissop werden da. Er rennt einfach weg. Gruselt hier in der Gegend rum. Okay, sehr schön. Oh ja, da sind einige Gegner. Okay, ich habe noch voll wenig Kombos, merke ich. Deswegen mache ich auch nur so Scheiß, weil hier keine Kombo ist. Die mache ich auch so sehen dauernd. Die ist ein bisschen unpraktisch bei so vielen Gegnern. Schon wieder. Ups, okay. Das ist so. Ja, das ist auch sehr schön, aber. Wie gesagt, ich habe noch nicht allzu viele Angriffe freigeschaltet, glaube ich. Ich erinnere mich da an mehr. Okay, ich muss hier mal ein bisschen aufräumen. Damit das hier auch durchkommt. Und schon wieder mal ich den Angriff. Shit. Also. Wie gesagt, ich werde noch viel mehr freischalten, soweit ich mich erinnere. Hoffe ich. Nur war das Ziel erreicht, das ist sehr schön. Ruffy ist immer noch nicht auf dem Aktion. Was bist denn du? Okay. Er hat als Scharfschütze den Schalter zerstört, das ist natürlich wichtig zu wissen. So, jetzt ist da ein Tor offen. Ja, ich schaff das. Gut, dann gehen wir mal da rein, erobern mal kurz das Territorium hier und dann dahinter sag ich gleich noch eins. Ich kann auch einfach mal hier aufräumen. Was weg mit euch, sehr schön. Ist das Geld? Okay. Ja, ich hoffe einfach nur, dass ich so schnell wie möglich alle möglichen Fähigkeiten von. Ja, das ist auch ein schöner Angriff. Von Sanji hier freischalte. Weil bis jetzt ist es noch ein bisschen läppisch. Aber ist ja auch erst sein erster Kampf. Ich glaube, das kommt dann so mit der Zeit. Ui. Okay. Ich klopp mich hier einfach mal durch. Also jetzt nicht so spektakulär, wie ich mir erhofft habe, weil wir halt noch voll wenig Fähigkeiten und Angriff haben. Da geht's nicht lang. Okay. Nami. 何しに来た？あんた、殺しに。殺しに。お前が俺を何度殺そうとした。結果俺を殺せたか。俺はこれから
ここにいるお前以外の人間を全員ぶち殺すことになるわけだが、お前がまた俺たちの仲間として海図を書くというなら、ここやし村の連中だけは助けてやってもいい。ナミ、お前は俺の仲間か、それともあの海賊どもの仲間か。そんな、ルフィたちの仲間だといえば全員が殺されて、アーロンの仲間だといえばみんな助かる。私の一言でみんなが、でも私は助けてくれると言ったあいつらの言葉を疑いたくない。ごめんみんな、私と一緒に死んで。Puh. Ist alles so episch hier gerade. Nami ist aufgetaucht. Und die Dorfbewohner wurden inspiriert. Das ist ja sehr schön. Ich hoffe, das bringt mir auch irgendwas. Nein, lass das. Ich weiß nicht, wie ich den vorherigen Angriff gemacht habe, wo ich den so in die Luft geschleudert habe. Ah. Ja, das ist. Okay, das ist ein. Huch! Okay, Moment. Was ist das Schatzereignis hier? Beschütze alle Dorfbewohner? Ja, höchstwahrscheinlich. Ah ja, man sieht die Fragezeichen. Ich muss das alles erobern, ohne dass einer der Dorfbewohner entkommt. Nicht entkommt, sondern wegrennt. Also renne ich gleich mal vor, weil die kleinen Fuzzis hier jucken mich nicht sonderlich. Ja, machen wir kurz Konkasse, dann ist sie sauber. Und wir wechseln gleich mal auf Blizzard, dass wir den... Alter, den haben wir instant auf 3 hochgekriegt. Sehr schön. So, und ich hätte gerne trotzdem diesen Schatz hier. Auch wenn das kaum Kohle ist. Okay, Okta ist da. Und ich habe den Kisuna Rush voll. Wenn es also Probleme gibt, habe ich noch einen Ass im Ärmel. Ich muss hier aber erst freiräumen, weil sonst kriege ich das Tor nicht auf. Jetzt ist es offen, sehr schön. Hier war noch irgendwo ein Schatz. Okay, so langsam gibt es da ein Problem. Da ist ein großer Dude, der auf die Dorfbewohner zumarschiert und die dürfen, glaube ich, alle nicht abhauen. Also wechsle ich hier instant auf den Kisuna Rush und knopp hier erstmal alles weg. Ich krieg nur Ruffy. Fuck. Ich hab's dann wieder falsch gemacht. Ich hätte, glaube ich, auf Blizzard bleiben sollen. Oh oh, was passiert denn jetzt schon wieder? Alles bewegt sich weiter! Ah shit, die Marine ist hier. Okay, ich wechsle mal Ruffy schnell weg. Ich darf ihn gerade nicht wechseln. Achso, das bin ich. Ah, ich muss ihn erst wieder hochspielen, sonst ist das noch. Ah, das ist nicht gut. Ich hoffe nur, dass keiner meiner Dorfbewohner abhaut. Sonst habe ich es verkackt und dann muss ich das irgendwie anders später machen. Wenn das Tor aufgeht hier gleich, dann habe ich Glück. Oh. Okay, Nami ist auf dem Weg. Mein Ziel ist auch da hinten zu gehen, aber von hier komme ich da absolut nicht hin. Ich muss auch noch gucken, dass Nami nicht flieht. Oh je, das ist ganz schön viel auf einmal. Komm schon. Bruder, ich sage dir, mit dem räume ich hier ordentlich auf. Ruffy sind Schwierigkeiten. Wo ist der? Wo ist Ruffy? Okay, da hinten. Ja, da renne ich kurz hin. Ab geht's. Lauf! So, Nami hat nicht allzu große Schwierigkeiten. Ich muss mich erstmal hier drum kümmern, dass... Okay, Ruffy ist Schwierigkeit hatte. Da hinten ist noch so ein Dude auf dem Weg zu einem der Dorfbewohner. Und den muss ich hier frei... Oh, das ist doch ein Kapitän. Okay. Komm, Ruffy, hilf mir. So, sehr schön. Und hilft das? Ich hoffe es. Jetzt haben wir da hinten noch ein... Oh je. Da hinten noch ein Problem mit einem der Dorfbewohner, der darf nicht fliehen. Ich hätte gerne nämlich so viele Schatzereignisse wie möglich auf den ersten Versuch, weil ich beim zweiten Versuch vermutlich auf schwer spielen werde. Dann werde ich zwar wahrscheinlich auch ein höheres Level sein, aber es wird trotzdem, glaube ich, nicht wirklich viel einfacher dadurch. Okay. Ah, der ist abgehauen. Ruffy hat ihn kurz weggekloppt, das ist sehr schön. So. Die Marine ist erledigt.
Da ist noch ein Dude. Das ist auch noch Marine-Dude. Aber das Bombardement hat aufgehört. Komm, das soll hilft mir. Das ist auch so was zu gebrauchen, hoffe ich. Ah. Erst setzt er Öl auf sie an und dann jagt er sie mit Feuer in die Luft. Sehr schön. Und genau zu ihm. Oh, da ist Okta. Fuck. Ich glaube, den müssen wir mit Zorro besiegen. Der hat gerade kurz das Territorium wieder eingenommen, der Penner. Also kloppen wir dich halt mal kurz weg. Verpiss dich, Okta! Halbes Leben ist. In Schwierigkeiten. Fuck. Okay, dann versuche ich es damit. Nein, Zorro ist da nicht dabei. Klopp diesen Penner davon! Okay, machen wir es halt so. Ich muss drehen zu Lysop, also verpiss dich! Der Lysop darf nicht abhauen. Und das Blaue ist auch wieder eingenommen, sehr schön. Aber das andere Blaue ist auch eingenommen, okay. Lysop hat es eingenommen, nice. Guter Mann. Allerdings muss ich trotzdem gucken, dass Lysop nicht abhaut. Und ich weiß nicht, wie es bei dem gerade aussieht. Mit den Lebenspunkten. Lysop? Okay, halbes Leben. Das hier eingenommen, guter Mann. Und ich kann gerade nirgends hin. Okay, das ist das Schatzereignis. Das dürfte das mit den Dorfbewohnern sein. ナッチャンをかばって死んでから8年ついにここまで来たアーロン。ナッチャンは俺たちを救うためにずっと一人で戦ってきたんだ。これ以上背負わせることはできない。村人全員 いつでも戦う覚悟はあったんだ。やるぞ。今度は俺たちがなっちゃんのために戦うんだ。勝てなくても俺たちの意地を見せてやる。見てて、ベルメルさん。私必ず村のみんなを自由にしてみせるから。 Okay. Ja, der Weg ist unzugänglich, also muss Lysop wieder die Schalter zerstören, oder? Den will ich fertig machen, der da kommt. Überlass einen mir. Einen von diesen 1200, die ich schon gekillt habe. So, weg mit dir. Okay. Da hinten. Oh, Lysop, wo bist du? Oh, scheiße, der ist da unten. Auf, Maro. Fuck, 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 fuck. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Oh, der Dorf. Okay, der Dorfbewohner kann ich mal. Ich brauche, muss gucken, dass die Strohpiraten nicht abhauen. Das ist wichtiger. Ja, die andere Mission habe ich schon geschafft. Lysop! Oh Gott! Und dadurch ist Lysop gleich mal auf Maximum. Dann nehmen wir jetzt Ruffy. Das ist ganz schön scheiße gerade. Fick dich doch, Lysop! Ich gebe mein Bestes, okay? Jetzt muss ich den Dude da hinten erledigen. Lysop, pass auf dich auf. Lass ihn nicht killen. Der rennt da in der Gegend rum. Der Fischmenschen catchen hier. Hallo! Ah, Ruffy ist hier. Ruffy, du darfst ja auch gleich mal zuschlagen. Oh, wo auch immer Ruffy gerade hingeschlagen hat, ich habe ihn gar nicht gesehen. Okay. Ich weiß gar nicht, ich check gerade, öffne einen Weg nach Alungsturm. Da ist ein Ausrufezeichen. Okay, da muss Lysop hin. Wo muss ich hin? Okay, es gibt noch ein. Oh Gott, ich folge Lysop. Wenn ich mir hier die Map so angucke, dann merke ich, dass ich es überhaupt nicht mehr checke. Weil ich eigentlich nirgends hin kann, außer rechts unten hin und dann bin ich auch wieder in der Sackgasse, also. Und das führt auch direkt zu Arlong, also da wollen wir auch nicht gar nicht hin, glaube ich. Also doch eigentlich schon, aber erst muss Lysop ja die Schalter kaputt machen, sonst passiert ja gar nichts. Da, ich nehme mal die Truhe mit. So. Na! Na, scheiß drauf den. Oder? Scheiß auf den. Ich will da jetzt eigentlich nicht zurücklatschen. Und ich kann auch gar nicht mehr laufen. Okay.
Lissop hat als Scharfschütze 1 Schalter zerstört. Jetzt muss er weiterlaufen zu den anderen. Oh je. Nee, warte. Oder? Mal, ich guck mal, ob ich ihn davon noch gehe. Toll, Lissop. Ich hoffe... Ich hoffe, die anderen machen die anderen kaputt. Nami macht den anderen kaputt, okay. Nami ist das hier, ja. Nami! Nami Swan! Entschuldigung, Nami. Lauf weiter, bitte. Schau mich nicht so an, ich wollte dich nicht treten. Mann. Fuck. soll ich vorausgehen? Kommst du hinterher? Hallo? Nami, schau mich doch nicht so an! Damn it. Ich hab's jetzt aber nicht verpackt, oder? Das wäre jetzt sehr unpraktisch. Nee, sie bewegt sich wieder, okay. Ups. Ich hätte sie nicht provozieren sollen, das war nicht unbedingt klug. Ich räume ihr erstmal auf. Nami kann dann hinterher kommen. Vielleicht wollte sie ja einfach nur warten, wie ich vorausgehe. Dann mich gesehen hat gedacht, ja, dann geh mal voraus, mach alles weg. Komm erst danach hinterher und ich hab nicht gecheckt. Upsi. Erster Schlag und daneben. Aufgerannt. Okay, da ist noch ein Schatz. Da freut sich Nami bestimmt, wenn ich den für sie mitnehme. Und da ist auch noch irgendwas. Wieder eine Basis eingenommen. Ich weiß gar nicht, was die alle machen, aber die räumen wir ordentlich auf hier. Finde ich gut. So, ihr verpisst euch gleich mal. Fliegt einfach nur alles in der Gegend rum hier, das ist so schön. Pisst euch! Da ist noch ein Dings, den würde ich gerne gleich mal auf einen Schlag wegräumen, weil ich habe mehr als genug Fähigkeitspunkte. Okay, der überlebt es auch noch. Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Los, Ruffy macht den Rest. Und kann ich den auch zerstören oder muss das Nami tun? Sieht eigentlich so aus, könnte ich das tun, ja. Nami war irgendwie zu langsam oder vielleicht wollte sie auch gar nicht, das zerstören. Vielleicht habe ich irgendwie unterbewusst gesagt, ich mach das schon, bleib hier. Ah, bei Nami. Volle Socke. So, räumen wir hier noch schnell auf. Kisuna Rush gehe ich jetzt nicht. Brauche ich auch gar nicht. Weil ich habe hier jetzt gerade keinen Zeitlimit zu sagen. Solange nicht einer von den Strohpiraten zerfetzt wird. Was ich aber jetzt nicht erwarte. Ich wechsle hier mal auf... Ah, seht mal, das sieht hier auch... Man sieht hier das Symbol da, seht ihr das? Also links, ich schalte gerade hier aus dem Minikarte ein und aus. Aber man sieht hier dieses Händesymbol. Ich glaube, das zeigt, wie viele im aktuellen Kisuna Rush mitmachen würden. Ist die Frage, ob ich irgendwie die Möglichkeit habe, den da auch noch mit reinzupacken. Aber ich wüsste nicht, mit welcher Taste. Ah, Quittung. Quittung! Okay, cooler Angriff, wenn er treffen würde. Schauen wir nochmal, was der Angriff so alles kann. Irgendwie nicht viel, aber irgendwie doch irgendwas. So, räumen wir nicht noch weg und dann können wir den Schalter zerstören und dann können wir auch schon zur Arlong, wenn ich das richtig sehe. Aufgeräumt und yes. Aber da ist ja noch ein Territorium. Da muss ich auch noch durch, okay. Hallöchen! Oh, da sind aber ganz schön viele auf einmal. Nicht mehr lange. Sehr schön. Oh, da ist ein Ziel. Okta ist das Ziel. Okay. Dann nehme ich doch mal kurz das Zorro mit. Oh, ich nehme alle mit. Ach so, ich muss die... Ah, ich muss die nach und nach... Ich verstehe es wieder, ich weiß es wieder. Ich muss die nach und nach anklicken. Und jeder, den ich einmal angeklickt habe, kommt dann in die Gesamtgruppe rein. So war das nämlich. Ich zerfetz hier gerade alles. Und tschüss, Okta.
Keine Chance. Holy shit. Und mein Kizuna-Level ist auch schon wieder auf voll. Ich geb's. Oh je. Ich geh jetzt aber nochmal raus, damit ich noch genug habe für Arlong. Aber das hat jetzt alle auf 2 gesetzt. Fuck, okay. Weil wie gesagt, jetzt habe ich es wieder kapiert. Ich muss sie alle einmal ins Team reinnehmen. Und jeder, den ich einmal drin habe, der kommt dann beim nächsten Mal auch wieder mit. Aber maximal 4, wenn ich das richtig gelesen habe vorher. Oder noch richtig in Erinnerung habe. Das heißt, müsste ich eigentlich da reinkommen, aber... Hallo? Aber das ist ein Gespräch. Ne, Katzi. アーロンってのはどいつだ。アーロンってのは俺の名だが。俺はルフィ。そうか、ルフィ。てめえは何だ。海賊。海賊が俺に何の用だ。てめえは一体。 Ach, du stinksauer. Und ich weiß nicht, was dieses Fragezeichen ist. Das ist, glaube ich, das, das. Das, die Strohpiraten nicht überleben müssen oder so noch. Das kleine Problem, das ich gerade habe, ist. Ich glaube, ich schaffe das mit dem Kizuna Rush nicht. Oh, das ging. Das war dumm. Das war blöd. Lass mich! Na, geil. Kommt hier irgendwie zu. Ja, da wäre. Oh, toll. Ah, Kizuna Maximum. Sehr schön. Allerdings nur auf einem. Wenn ich alle wollen würde, müsste ich das jetzt irgendwie so regeln. Aber ich lasse hier auch noch nicht mal zu Boden kommen. Oh je. Yay! Sehr schön, alle sind irgendwie am Leben. バカで非力で愚かな種族が人間だ。てめえに何ができる。何もできねえから助けてもらうんだ。俺は剣術を使えねえ。後悔術も持ってねえし、料理も作れねえし、嘘もつけねえ。俺は助けてもらわねえと生きていけねえ自信がある。 てめえの不甲斐なさを全面肯定とは歯切れのいい男だ。てめえみてえな無能な男を船長に持つ仲間たちはさぞ迷惑してるんだろう。そんなプライドもクソもねえてめえが一線の船長の器か。てめえに一体何ができる。お前に勝てる。 Das war interessant. Aua. Jesus Christ, was war das denn für ein Ding? Okay. ich muss einfach nur wieder rumrennen. Dann kann er gar nichts machen. Okay, allerdings. Versuchen wir es mal damit. Ich denke, das killt ihn nicht. Sehr gut. Dann kann ich ja jetzt gleich in den Kizuna Rush. Allerdings würde ich gerne auf Nummer sicher gehen hier. Ich kann nicht mit Zorro. Ruffy und Kizuna Rush, habe ich mir gedacht. Dann mache ich es mit Zorro. Und alle anderen kommen mit. Sehr schön. Nur weil Zorro auf Maximum ist. Aber ich mache schon Flammenfüße. Auch wenn das. Nicht wirklich. Auch wenn es nur so aussieht. So, jetzt soll es wehtun. Das war heftig. あいつの居場所なんて俺が全部ぶっ壊してやる。次乗るなんて。クワトー種族は。ゴムゴムの。
ルメールさん。8年もかかったけど、やっとみんな自由になれた。Hoho, da habe ich aber aufgeräumt, ey. Sehr schön. Alles freigeschaltet, außer das eine Schatzereignis und schwer. Ja, das ist sowieso kurz vom Level ab. Das ist richtig. Okay. Dankeschön. Nein, danke, das mache ich selber. Tschüss. Ja, okay. Ein Berry Shop. Da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Ich vielleicht mal kurz machen. Das hier machen. Also das hier ist auf jeden Fall das letzte Level vom ersten Kapitel, also vom East Blue. Da ist der Berry Shop. Ah, kann ich die ganzen Filme. Okay, das schaue ich mir am Ende vom Let's Play an, was das alles ist. Jetzt werde ich mir erstmal die Berries aufsparen, um das Spiel so legitim wie möglich durchzuspielen, weil wenn mir die Berries ausgehen würden, wäre das blöd, wenn ich keine hier Level-Ups dadurch mehr machen könnte. Ich sehe nämlich auf Level 1 weiterspielen und so. Sehr schön. Dann werden wir im nächsten Part nach Locktown gehen und zum letzten Level vom East Blue. Dann mach's gut, bis zum nächsten Part. Ciao.